Hey Leute, was geht ab? In diesem Video geht es einmal um das KWV3 Fahrwerk. Und zwar habe ich bei meinem Fahrwerk hinten rechts ein Ölleck gehabt und wäre dadurch fast durch den TÜV gefallen, was für mich bedeutet, ich muss ein neues Fahrwerk haben. Und dann habe ich mir bei den Aktionswochen von KW das KWV3 gegönnt. Das werde ich euch einmal ein bisschen zeigen und vorstellen. Und das wird ein, ich glaube, zwei- oder dreiteiliges Video. Also ich werde ein paar Teile darüber machen. Einmal über das Fahrwerk selber und ein bisschen was drüber erzählen. Dann kommt einmal heute der Einbau. Und zwar kommen einige Leute aus der N52-Gruppe heute zusammen bei mir hier zu Hause. Man sieht im Garten. Gibt es ein kleines Meet and Greet. Immer so ein Video in die Gruppe. Yeah. Ein Lämpchen. Ebo ist nicht anwesend. Hä? Der Theo auch nicht. Adam Steak essen. Relativ inoffiziell, ursprünglich nur über die WhatsApp-Gruppe. Wird natürlich dann ein bisschen vom Einbau so gefilmt. Und gegen Ende gibt es natürlich noch meinen Erfahrungsbericht, wie ich das Fahrwerk finde im Vergleich zum M-Fahrwerk, wie meine Eindrücke so sind. Bleibt gespannt und ab geht's zum Fahrwerk. Kommen wir mal zum Fahrwerk. So sieht das Ganze aus, dass man einmal einen Eindruck bekommt, was es hier jetzt alles gibt. Ist natürlich schon einmal ausgepackt, aber ich nehme euch noch einmal mit, dass ihr so in etwa seht, was alles mit dabei ist. Dann haben wir hier eine Bedienungsanleitung, natürlich ein paar Aufkleber. Zulassungsdokumente, das ist natürlich jetzt nicht ganz so wichtig, ein paar Aufkleber, ob ich damit was anfangen werde, weiß ich nicht, auch wenn sie ein paar PS bringen, nutze ich das mal wahrscheinlich nicht. Dann gibt es hier einmal das Toolkit, wenn man einmal reinschaut, hier einmal der Rebound-Verstellknopf, die Klammer und der Stift zum Einstellen. Das eigentlich war hier alles hier drin eingetütet, aber wie gesagt, habt ihr schon mal reingeschaut. Jetzt kommen wir zum Wichtigsten und zwar zum... Da zum Fahrwerk selber. Das habe ich noch nicht komplett auseinandergebaut oder auseinandergefriemelt. Finde ich, wie man aber sieht, ist das ja eigentlich extrem hochwertig verarbeitet und sieht auch echt geil aus. Das Ganze hat auch ein ganz ziemliches heftiges Gewicht. Also hier ist ein 30 Kilo Gesamtpaket. Und da gibt es gleich mal ein paar Einzelheiten, die ich nochmal zeigen werde, aber erstmal so als Überblick. Und dann natürlich für mich auch ganz wichtig, dass alles neu kommt. Und zwar kommen neu Domlager vorne, Domlager hinten. Dann auch nochmal ein ganz, ganz großes Lob an Laurenz, der mir es hier empfohlen hat, den Stütztopf mitzunehmen. Das ist für hinten. Das ist meistens der Hauptgrund, warum es beim Einbau scheitert oder warum der Stoßdämpfer die halt irgendwann durchfliegt. Und ansonsten alle Komponenten, die halt mit dabei sind, einmal als komplettes Kit, dass einmal rundherum alles neu gemacht wird. Und in diesem Zusammenhang zeige ich euch ja mal das Fahrwerk, was man alles kriegt, wie das Ganze aussieht, wie die Verarbeitung ist. Ich habe einmal hier eine Kamera und hier eine andere mit direktem Fokus. Und dann zeige ich euch einmal, was man hier so alles geboten bekommt und was VW einem so bereitstellt. Und zwar hier die Feder von der Vorderachse. Das Ganze auch gekoppelt mit dem Federbein für die Vorderachse. Ist eigentlich alles sehr geil verarbeitet. Von der Art und Weise hier, das ist hier einmal der Polamidring mit einer Edelstahlverstärkung drin. Hat insgesamt eine Traglast von 8 Tonnen. Und das hat den Vorteil, dass wenn man das Gewinde mit dem Trapezgewinde verstellen möchte, dass man eine lebenslange Verstellgarantie in dem Sinne hat, weil man sieht, das läuft hier sehr, sehr, sehr leicht aufeinander. Und da das Ganze aus Edelstahl gefertigt ist, hat man irgendwie nicht die Bedenken, dass das Ganze hier anfängt zu rosten. Das heißt, das Ganze ist extrem rostresistent und bietet natürlich auch die Möglichkeit einer lebenslangen Gewindeverstellung, dass man das Auto immer wieder hoch und runter stellen kann. Dann kann man hier einmal den Bump verstellen, das ist die sogenannte Druckstufe. Ich verstehe jetzt nicht rum, weil das die Standardeinstellung ist. Und dann hat man hier oben mittels diesen einen Pins, der sich in dieser einen Verpackung da unten befindet, hat man dann noch die Möglichkeit, dann hier die Härteverstellung vorzunehmen. Das ist einmal die Vorderachse. Wenn man die beiden Sachen hier aufeinander packt, dann sieht das Ganze so aus. Hat auch ein ganz ordentliches Gewicht. An die 7-8 Kilo wird er schon rangehen. Das Gesamtpaket hat 30 Kilo in Gesamtsumme, aber alles sehr, sehr nice verarbeitet. Dann kommen wir einmal zu den Dingern. Das sind einmal die Teller für hinten, wo die Feder reinkommt, dass ihr einmal sieht, wie das Ganze aussieht.
läuft sehr gut. Als Ingenieur hat man natürlich schon ein bisschen Verständnis und liebt denn solche geile Verarbeitungen. Sieht echt geil aus. Gefällt mir richtig gut. Die Komponente für die Hinterachse, die habe ich noch komplett eingepackt. Die müsste ich eigentlich auch mal rausholen. Ich strip das hier einmal auseinander. Das ist einmal der Dämpfer für die Hinterachse. So sieht das Ganze einmal aus hier in der Aufnahme. Hier hat man dann einmal die eine Verstellung, hier oben mit dem Dot dann die andere. Das ist einmal die Feder, die dabei ist. So sieht das Ganze einmal aus. Auch hochwertig verarbeitet, sieht alles echt bombastisch aus. Ich hoffe, mir fliegt der ganze Scheiße nicht um die Ohren. Alles sehr nice, sehr gut. Und in dem Zusammenhang zeige ich nochmal, was hier mit dabei ist. So sind das hier einmal, schau, vier kleine Absorberdinger. Das Ganze einmal mit und einmal ohne Metallrahmen. Einmal mit, einmal ohne. Ich zweimal für hinten. Dann ganz wichtig einmal der sogenannte Stütztopf. Die muss man sich besorgen. Bei BMW kostet insgesamt die beiden Stück 7 Euro. Das ist das Hauptteil, was immer bei BMW vergammelt. Und wenn du die nicht hast, dann wird der Ärger beim Einbau richtig groß. Deswegen würde ich immer empfehlen, das Ding hier mitzubestellen und die direkt mitzutauschen. Weil wenn man sich das spart, dann kann es echt ärgerlich werden. Dann natürlich neue Domlager. Der Domlager hier für vorne. Damit ihr mal einen Eindruck kriegt, wie das Ganze aussieht. Domlager für vorne. So sieht das Ganze einmal aus. Zweimal natürlich das Ganze auch noch einmal für hinten. Sieht ja mal so aus. So ein Gummipuffer. Das sind aber die gesamten Teile, die man für den Einbau als solches braucht. Die Domlager für vorne. Dann haben wir ein weiteres Teil für hinten. Dann zweimal die Puffer hier und dann zweimal die Puffer mit Metallgewinde. Und ganz wichtig ist, wie gesagt, der Stütztopf. Der Stütztopf ist einmal das hier, wichtig mit dabei zu haben. Für hinten der Teil, vorne einmal die Feder als solches, wunderschöne Gewinde für die Vorderachse, die Bumpverstellung. Hier ebenfalls zweimal vorne. Fang mal so an. Der Dämpfer ist aus Edelstahl gefertigt. Das heißt, der ist resistent gegen Rost. Das heißt, die Dinger werden dir nicht wegrosten. Der Polamid ist halt ein Kunststoffring. Super geil hier drauf gleitet. Nicht verschleißt. Auch mit Dreck, sage ich mal, relativ gut klarkommt. Und nicht dazu führt, dass dein Gewinde irgendwann so verrostet und vergammelt ist, dass du es nicht mehr verstellen kannst. Diese beiden Komponenten sind entscheidend dafür, dass du immer die Möglichkeit hast, das Gewinde, Fahrwerk hoch und runter zu schrauben und deine Höhe nach deinen Wünschen anzupassen. Das ist natürlich für die beiden Stoßdämpfer vorne komplett identisch. Ring, ihr seht, wie leicht der hier zu verstellen ist. Hier oben steckt man dann einmal den Stift rein, um den Bump einzustellen, die sogenannte Druckstufe. Einmal so die gesamte Dämpfertechnik als solches. Dann einmal Feder, ganz normal, Feder in Gelb. Das ist einmal die Hinterachse. Hier oben ist ebenfalls die Bump-Verstellung. Hier unten die Rebound-Verstellung. Die Fahrwerke haben jeweils immer 16 Stufen als Rebound. Also hier 16 Stufen und oben 12 Stunden für den Bump, also für die Druckstufe. Die Fahrwerkseinstellungen vorab kenne ich noch nicht. Bin gespannt auf jeden Fall, wie sich das entwickeln wird. Ich hoffe natürlich auch, dass mehr Komfort mit drin sein wird. Aber es würde mich auch nicht stören, wenn das Fahrwerk dann verhältnismäßig hart wird. Weil so schlimm wäre es erstmal auch nicht. Kann man immer noch nachjustieren. Das ist ja auch das, worum es bei dem Ganzen geht. Das Ganze, wie gesagt, nochmal hier eine Feder für hinten. Wie gesagt, auch eine Feder ist eine Feder. Kann man jetzt nicht so viel zu sagen. Die Gewindekomponente für hinten. Ich denke mal, das ist eloxiert. Mit eloxierten Lila. Das sitzt dann, wenn ich mich nicht täusche, so. So wird das Ganze dann hinten drin sitzen. Und dann hat man hier einmal die Verstelleinheit. Und das ist hier mein erstes Gewindefahrwerk. Ich bin auf jeden Fall derbe gespannt, wie das Ganze sich entwickeln wird und wie das Fahrverhalten sich natürlich ändern wird. Man hört ja extrem viel Gutes von KW. Demzufolge denke ich auch, dass es ein Bombenfahrwerk sein wird. Aber wie sich das genau äußert, weiß ich selbst noch nicht. Man hört aber sehr viel Gutes drüber. Das Ding habe ich selber bezahlt. Ich habe die von dieser, wann war denn das? Von dieser Spring-Aktion da mitgemacht, dass man dann noch Rabatt drauf kriegt. Und dementsprechend noch ein paar Mark gespart. Und für das komplette Kit bin ich natürlich gespannt, dass die ganzen Fahrwerkskomponenten neu kommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Später gibt es noch kleine Einblicke von dem Meet and Greet hier bei mir zu Hause, bei meinen Eltern. Hier habe ich mich einzigeordnet, weil in der Stadt habe ich den Platz dafür nicht. Und dann freue ich mich natürlich, das Ganze bauen wir heute ein auf der Auffahrt. Und mal sehen, wie das Ganze wird. Also haut rein, Jungs. Peace, fahrt vorsichtig und bis bald.